Das hier ist mein Beitrag zur Instagram-Challenge, 24-Stunden-Challenge zum Thema Anstecken von Fast Forward Science. Es geht um Bananen und warum Bananen mit einer sehr ansteckenden Krankheit zu kämpfen haben. Und los geht's. Stellt euch eine Welt vor, in der es keine Bananen mehr gibt. Kein Bananenbrot, keine Bananenshakes und keine Banana for Scale. Wäre ganz schön traurig, oder? Eine Welt ohne Bananen ist leider gar nicht so unwahrscheinlich. Eine ansteckende Pilzkrankheit verbreitet sich über die ganze Welt und hat im letzten Jahr das letzte Anbaugebiet erreicht, das noch nicht infiziert war: Südamerika. Der Schuldige ist ein Pilz namens Fusarium oxysporum FSP cubense Tropical Race 4 oder kurz TR4. Er befällt das Leibgewebe der Bananenpflanze und verhindert, dass die Pflanze mit Nährstoffen versorgt wird. TR4 ist super ansteckend und wird über Boden, Wasser und Pflanzenmaterial übertragen und überlebt viele Jahrzehnte tief im Boden. Er kann auch über Werkzeuge von Plantage zu Plantage springen. Es gibt kein Medikament und keine Behandlung gegen TR4. Das einzige Mittel zum Schutz sind strenge Quarantäne und Isolation von befallenen Plantagen. Die Plantagen gehen also in eine Art Lockdown. Das Gleiche passierte schon einmal in den 1950er Jahren. Damals vernichtete ein Verwandter des Pilzes namens TR1 die damaligen Bananenplantagen der Sorte Gros Michel. Die Sorte Cavendish ist resistent gegen TR1 und seitdem wird nur noch diese Sorte angebaut. Für Cavendish gibt es aber keine Ersatzsorte. Wenn wir Cavendish nicht mehr anbauen können, bedeutet das das Ende von Bananen, wie wir sie kennen. Es gibt aber ein Protein namens RGA2, das Bananen resistent gegen TR4 machen kann. Das kommt in Cavendish aber nur in sehr geringen Mengen vor. Weil alle Bananenpflanzen identische Klone voneinander sind, kann man nicht einfach eine neue resistente Sorte züchten. ForscherInnen nutzen deswegen CRISPR und Gentechnik, um mehr von dem Protein RGA2 in Bananen herzustellen und so die Pflanzen resistent gegen TR4 zu machen. Wenn ihr das nächste Mal eine Banane esst, denkt an die ZüchterInnen und ForscherInnen, die daran arbeiten, dass wir auch in 10 Jahren noch Bananenbrot essen können. So, das war meine kurze Story zum Thema Bananen und eine ansteckende Krankheit, die Bananenplantage um die ganze Welt befällt. Eins wollte ich noch sagen zu den Studien und zu den Versuchen mit den gentechnisch veränderten Bananenpflanzen. Da stehen wir noch ganz am Anfang. Es wird noch ein bisschen dauern, bis das tatsächlich Nutzpflanzen erreicht, die verändert sind, die dann resistent sind gegen TR4 über die Überexpression von RGA2. Aber es gibt schon Laborversuche, die zeigen, dass das funktionieren kann, dass Pflanzen auf infizierten Plantagen trotzdem wachsen können. Mal davon abgesehen, würden diese Pflanzen überhaupt nicht in die EU eingeführt werden dürfen nach dem aktuellen Recht. Genau, und das nur so am Rande. Wenn euch das gefallen hat, dann schaut auch mal auf plantsandpipettes.com vorbei. Da haben wir nämlich einen Artikel zu dem Thema geschrieben, noch aus dem letzten Jahr, als es die schlechten Nachrichten gab, dass der Pilz jetzt auch in Südamerika ist, wo es lange keinen Pilzbefall gab auf Bananenplantagen. So, das war mein Beitrag zur 24-Stunden-Instagram-Channel von Fast Forward Science. Ciao!